Hallo und herzlich willkommen, Glück auf zum Legendentalk. Er hier und er hier, hier übereinander und da nebeneinander. Wir sagen herzlich willkommen, hallo, Rüdiger Bramczyk und Klaus Fichtel. Und heute zu Gast Matthias Herget. Martin Max, das können wir gar nicht mehr toppen. Das ist der Goldstandard der Schalke-Legenden, den wir heute hier haben. Rüdiger Bramczyk natürlich, Klaus Fischer und zum ersten Mal, und ich hoffe nicht zum letzten Mal, weil wir machen das ja noch 30 Jahre mindestens, ne? Olaf Thon. Hallo, Olaf. Hallo. Und als Gast heute Thorsten Legert. Was ist das denn für eine Entscheidung? Das ist ja ein glatter Betrug gewesen, auf Deutsch gesagt. Man kann ja nicht einen Elfmeter geben, der überhaupt gar kein Elfmeter war. Ein wunderbares Tor. Er hat das sofort gesehen, dass der Torwart zu weit vom Tor stand. Und als Assi mich damals angerufen hat, komm auf Schalke zu spielen, da war ich der glücklichste Mensch, weil ich zu Hause war. Du warst an einem Ding beteiligt mit 6 Schalker Buden in einer Halbzeit und das auch noch im Derby. Das wird man nie vergessen. Das waren noch Zeiten, ich glaube 85 war es, als wir zu Hause dann spielten in der zweiten Halbzeit auf die Nordseite, die Nordkurve. Und ich machte dann 2 Tore und wir haben 6 Tore erzielt. Es ist vollbracht, der FC Schalke 04 hat sich seinen Traum erfüllt. Hallo und herzlich willkommen zum Legenden-Talk nach dem Wahnsinn. Also voll mitten ins Gesicht, voll Emotionen da. Ich habe auch das Vergnügen gehabt, nach dem Spiel noch dem Simon persönlich zu gratulieren, auch dem Mike Büskens. Und obendrauf gibt es noch die Radkappe. Der S04 ist Meister der zweiten Liga 21-22.